zurück in Final Fantasy 7 Remake. Wir werden hier über die Dächer von dem Helikopter hier verfolgt. Uns angreifen, also schnell weg. Da drüben ist der Mistkerl. Da kommt noch mehr. Keine Zeit verlieren. Keine Zeit verlieren, erstmal Kiste aufmachen. Alter, warte. Aber wenn die mich alle suchen, dann... Alle kann ich jetzt nicht antreten. Oh. Der Kerl ist gefährlich. Jetzt heilen wir uns erstmal ganz kurz. Ich werde dieses Ausweichding jetzt mal einsetzen. Ah, okay. Glut machen wir weg und machen diesen Ausweichschwung rein. Das Coole ist jetzt auch hinten am Schwert sieht man es, die zwei Farben. Das ist jetzt auch direkt geändert. Und wir müssen zum Hauptbahnhof. Kein Entkommen! Los! Okay. Sind halt immer noch die Standardgegner, klar. Der Gesuchte ist in das Wohnviertel eingedrungen. Verriegelt die Ausgänge und schickt schnell Verstärkung. In Gefecht mit Zielperson! Ja, du entkommst nicht! Na dann. Zielperson entdeckt. Leiten Angriff ein. Es ist aus. Ich muss noch mal kurz was gucken. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. War abzusehen. Komm schon her! Gleich siehst du Sterne! Ich bleib stark! Ich mach dich schon klein! Es ist vorbei! Wir zeigen es! Kleine Schocktherapie? Ist schwarze! Genug jetzt! Auf die Knie! Hä? Was ist jetzt? Bin ich zu weit weg von denen? Kann ich jetzt wenigstens Gegenstand ein? War tatsächlich zu weit weg. Ob dann greift man an. Es ist aus.
Ah! Also wenn der mich in Blocken angreift und ich dann richtig rechtzeitig Attacke drücke, dann kann ich einen Konterangriff machen. So, du raffinierter Bursche! Ich weiß genau, wo du dich aufhältst. Er gibt dich auf der Stelle! Ah, ich habe ja meinen Glut weggemacht. Geblockt werden, solltest du in einem anderen Mitglied. Ja, ich habe kein anderes Mitglied. Keine Chance, kein Nachgehen! Bring wir es hinter uns! Auf den Boden! Tschüss! Das war's dann. Es ist aus. Alles geben. Nimm das. So. Weiter geht's. Hui, also es ist schon nicht ohne, wirklich. Die Straße scheint mir zu lang. Ist noch Kisten? Dieser Rundumschlag ist. Ja. Wenn ich es richtig anstelle, passt es schon. Was ist denn für einer? Wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich habe noch Glut ausgewählt. Komm!
gibt's doch nicht, ey. Ist ja wie so ein kleiner Endgegner, ey. Jetzt gibt's Dresche. Verdammt! Hier ist kein Durchkommen! Es ist vorbei! Also ich weiß nicht ganz, was ich gegen den machen soll. Das ist wie so ein kleiner Endgegner für mich, ey. Ich bin bereit. Hier ist kein Durchwasser. Versuch's da. Komisch. Jetzt war ich nur... Ich will das gar nicht. Also der dauert leider ein bisschen zu lange, gefühlt. Entweder mache ich was komplett falsch. Ja, hätte ich das... Kann ich denn jetzt noch... Es ist vorbei! Volle Konzentration! Das bringen wir hinter uns! Limit! Welche letzten Worte? Einkreisen! Stoppt ihn! Oh, noch mehr. Sektor 8, Chor 2. Wir haben den Mann. Festnahme folgt. Hey! Wo ist das? Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Shinra war uns auf den Fersen, also habe ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was habe ich gesagt? Ja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Draußen waren unsichtbare Wesen. Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings.
Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makro-Reaktor 1 kommt es auf dieser Strecke derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Wir bitten um Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Jetzt sind wir also im Zug, auf den wir gesprungen sind und möchten zu Sektor 7. Die Schnellstraße ist einfach eingestürzt. Selbst die Güterzüge sind voll besetzt. Kann man wohl nichts machen. Alle wollen raus aus der Stadt. Okay. Ist ein bisschen was los? Wer hat an mir rumgezogen? Ich wollte eigentlich nach Sektor 3 fliehen. Das werde ich alles sein, soll das Erzählen von Avalanche gewesen sein. Darf ich dich mal was fragen? Die Schuldigen wohl schon gefasst Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldaten. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ja, ist doch gut. Ich gehe ja schon weg. Steckt etwa Wutai dahinter? Das hat ganz doll gebrannt. Ich hatte vor dem Angriff schon Gerüchte das über eine falsche Traumrede. Ich fühle mich hundeelend. Ernst, oder? Die Schäden in Sektor 8 sind einfach zu groß. Genauso sehr wie ich verstehe das nicht. Meintest du nicht vorhin noch, Makrogase hätten die Explosion verstärkt? Das war meine erste Vermutung. Aber sowas Ohne haben die Konstrukteure doch sicher aufgeschmissen. Das Chaos wird sich auch auf Sektor 7 diese auswirken. Diese unsichtbaren Wesen erwähnen, Shinra wird schon irgendwie richten. Ja. Ach, egal. Ich sollte den Fehler lieber erstmal bei mir suchen, bevor ich anderen die Schuld in die Schuhe schiebe. Ja, alles andere bringt mich nicht weiter. Das steht fest. Aber vielen Dank fürs Zuhören, Cloud. Ja, die gehen natürlich immer noch davon aus, dass die eigene Bombe das alles verursacht hat. Aber so ist es ja gar nicht. Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Hm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey! Redet keinen Stuss! Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Mhm. Obst. Der deckt noch aus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra. Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich. Wir tun auch nur, was wir können. Gehen wir. Das gab's so im Original gar nicht. Also war jetzt auch für mich neu. Als ob ich schlaf. Ja, dann schlaf doch einfach. Ich hab nichts gehört. Unverschämt. Sind sicher ganz nett. Hoffentlich kommen wir bald an, was? Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Hast du kurz Zeit? Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Makostadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Mako-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung!
Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt es. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hä? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Spazi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Tönt ihr nicht so rum. Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Und da ist der Name auch schon wieder, Tifa, denn mit ihr haben wir eine kleine Vergangenheit. Heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Wie? Wollen wir uns nicht ein ruhiges Plätzchen suchen? Na gut, aber hier ist nur der Eisenbahnfriedhof und da soll es doch spuken. Beschützt du mich vor den Gespenstern? Was, ich? Toller Held. Ja, bitte? Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Achtung, Achtung, der außerplanmäßige Zugverkehr ist für heute beendet. An alle Reisenden. Das hier gab es im Original alles gar nicht, deswegen gucke ich gerade ein bisschen. Ich liebe das Zeug aus der Friteuse. Die frittierten Malken frisch aus der Friteuse oder die doppelte Portion Malken? Was schmeckt besser? Sehr witzig. Das ist das gleiche tiefgekühlte Fertigessen, nur halt unterschiedlich große Portionen. Schon sehr cool gemacht, wirklich. Hier sieht man den Turm, wo der Eisenbahn im Kreis fährt auch. Und man sieht es auch, wir sind unter so einer Platte, also unter einem Sektor, deswegen Sektor 8, Sektor 7 und so weiter. Jetzt gehen wir mal weiter. Die Explosion hat die ganze Platte erschüttert. Diese Terroristen müssen... Ja, die munkeln jetzt natürlich alle, dass, so gesagt, wir dahinter stecken. In der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten, die nach den Terroristen suchen.
Vorhin habe ich hier sogar einen Hubschrauber durch die Luft fliegen sehen. So ein irrer Anblick. Klingt nach echtem Chaos. Der Reaktor. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Also ich weiß noch nicht ganz, was diese schwarzen Dinger sind. Ich habe immer die Befürchtung, die haben noch was mit Sephiroth am Hut. Und das hier ist ein Reaktor, der wird später nochmal wichtig, wenn es denn im Einklang mit dem Original abläuft. Ich bin schon durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das wieder. Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Okay. Oh. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrung ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Slums von Sektor 7. Ja, und das ist jetzt wie so ein Open World, wenn man das möchte. Ich wiederhole. Hilfsgüter werden in der Lobby im Erdgeschoss des Shinra-Gebäudes verteilt. Außerdem können Sie im Hilfszentrum unmöglich. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann das nicht fassen. Warum löschen die das vorher nicht? Ich war gerade gestern erst da. Donnerwetter. Sieht gar nicht schlecht aus. Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen und meine Eltern aus meinem Heimatdorf zu mir nach Midgar holen. Ah, und da sitzt Tiffer und leider kann ich mich jetzt nicht mehr frei bewegen, deswegen gehen wir mal hin. Marlene? Papa, na endlich! Bin wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich? Seit wann machst du denn sowas? Das ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Also wer das Original gespielt hat, es ist einfach unglaublich, mit welchen Details. Hier ist eine Dartscheibe. Kann ich Dart spielen? Nee. Musik auch nix, okay. Ja, es ist unglaublich, wie die das nachgebaut haben. Ich brauch noch ein bisschen. Spiel doch in der Zeit mit Marlene. Was, ich? Wer sonst? Na? Du Dreckskerl! Hey, Barrett! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Arzner gehört? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lähnchen.
Das hast du hier ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein. Ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Das ist auch ein Mythos in Final Fantasy 7, dass jeder, der stirbt, in den Planeten zurückgeht, also auch selber zu Marco Energie wird. Und wir können hier Musik abspielen. Kannst du deine Lieblingsmusikstücke hören? Tifa's Theme. Ah, okay, also kann man sich nochmal einzelne Stücke aussuchen. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke, das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Also auch wer das Original kennt, merkt, dass das Areal hier viel, viel größer ist als im Original. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Das dann Hund? War die Explosion also gar nicht so schlimm? Wie doch. Ein Reaktor denn überhaupt brennt? Ach so. Hundi. Hallo. Oh, keine Reaktion. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im ersten Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Die 202 ist dein Zimmer. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Okay, ja. Wir versuchen was einfach. Ich will hier keinen überrumpeln. Dafür ist morgen Zeit. Dann gehen wir mal auf unser Zimmer. Kein Palast, aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gilvi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt. Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar.
Dann schlaf gut. Also ich weiß nicht, ob diese Türtextur so wirklich gewollt ist, weil die sieht nämlich total schlecht aus. Das kommt von nebenan. Was uns nebenan bei dem leidvollen Stöhnen erwartet, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.